eigentlich überhaupt keine Lust, eine Review zu machen zu Monsieur Claude und sein großes Fest. Ich konnte schon die ersten beiden nicht leiden. Und dieser Film verkörpert wirklich alles, was ich am französischen Kino nicht leiden kann, in einer Person. Und diese Person ist Christian Clavier. Den habe ich in etlichen dieser Filme gesehen. Und in etlichen dieser Filme ist er mir unglaublich auf den Zeiger gegangen, weil er im Grunde immer dieselbe Figur spielt. Er spielt einen wohlhabenden älteren Herrn, der so ein bisschen herablassend ist. Und meistens ist sein Humor überdreht und cholerisch und hysterisch und anstrengend. Und das war für mich in den ersten beiden Monsieur Claude-Filmen so. Das war für mich bei Mein neues bestes Stück so. Und der absolute Tiefpunkt für mich ist Nur eine Stunde Ruhe, den ich als puren Stress empfunden habe. Ich muss aber fairerweise sagen, diese Monsieur Claude-Filme in Frankreich knallen die wie die Hölle. Und ich respektiere das, weil ein Franzose wird auch nicht über Ballermann 6 lachen. Aber ich konnte damit überhaupt nichts anfangen, auch wenn das Thema Multikulti natürlich immer gut kommt. Es geht ja schließlich um einen Vater mit 4 Töchtern. Das Witzige ist, die eine Tochter ist mit einem Juden verheiratet, die andere ist mit einem Muslim verheiratet, eine ist mit einem Chinesen verheiratet und eine mit einem Afrikaner. Das heißt, die Hauptthematik dieser Filme ist Multikulti, beziehungsweise das Aufeinandertreffen verschiedener Religionen, verschiedener Bräuche, verschiedener Familien, Traditionen. Und mit diesem Thema konnte das Ganze bereits 2 Filme füllen. Auch wenn hier eigentlich diverse Dinge auf die Schippe genommen werden sollen. Naja, in Wirklichkeit sind sie des Öfteren mal so in Richtung rassistisch gegangen. Jetzt kommt ein dritter Teil davon und das war für mich ja schon wie eine Drohung, was das Ganze auch noch bitterer macht. Einer der Darsteller, Film ist ja hochsympathisch, aber im wahren Leben hat er einen Vergewaltigungsvorwurf am Hals. Des Weiteren sind wohl mehrere Crewmitglieder bei einem Autounfall im Zuge der Dreharbeiten umgekommen. Das sind alles Sachen, die da bleischwer drauf liegen, aber grundsätzlich liegt für mich die Frage, was will man mir erzählen? Das Schöne ist, dass man sich einfach den Trailer ansehen kann. Und dann hat man den Film gesehen, es ist wirklich so. Und daher weiß man, Monsieur Claude und seine Tochter und seine Frau sind extrem genervt, weil all ihre Schwiegersöhne und Familien jetzt in ihrer Nähe wohnen und sie sich permanent begegnen. Es steht aber jetzt der 40. Hochzeitstag von Monsieur Claude an und die Töchter wollen das mit einer Riesenfeier begehen. Das heißt, sie holen auch die Familien ihrer Ehemänner dazu. Jetzt muss man das mal rechnen mit 4 Töchtern plus Ehemännern plus Monsieur Claude und seiner Frau und dann auch nochmal den ganzen Elternpaaren, haben wir fast 20 Hauptfiguren hier, die alle hier aufeinandertreffen. Der große Vorteil des Films ist, die meisten dieser Figuren sind aus den vorherigen Filmen bekannt, müssen deswegen kein Stück eingeführt, aufgebaut oder sonst wie etabliert werden und deswegen kann der Film direkt damit loslegen, die üblichen Gags durchzuziehen. Der Vorteil ist, bei so vielen Figuren schafft man es nicht, jeder einzelne eine lange Story oder eine eigene Handlung anzubinden. Und so zappt der Film einfach zwischen diesem ganzen Figuren-Sammelsurium hin und her. Und im Zuge dessen tritt Monsieur Claude oftmals minutenlang nicht auf, sondern es werden so wahnsinnig spannende Storys verfolgt, wie 2 der Söhne, Schwiegersöhne, die Nachbarn sind und sich einen Nachbarschaftskrieg führen, oder die eine Tochter, die Künstlerin ist und von einem aufdringlichen Verehrer belästigt wird. Und es gibt noch das ein oder andere familiäre Ding. Und ja, der Film zappt zwischen diesen ganzen Dingen, macht es sich da an vielen Stellen einfach, indem zum Beispiel Figuren auf simples Reißbrettniveau runtergebrochen werden. Der Vater des einen ist ein verkappter, peinlicher Heavy-Metaler. Yay! Und ansonsten hat der Film einfach nichts, was ihn irgendwie heraushebt, außer die üblichen Gags zu bringen, die ein Film der Marke Familientreffen, Familienkomödie ausmachen. Es könnte auch ein Drehbuch für einen ganz anderen Film sein. Man hat es hier nur mit den bekannten Figuren besetzt. Und insofern, ja, ich muss das hier immer wieder respektieren. Respektieren heißt, die Filme sind in Frankreich erfolgreich. Ich bin kein Franzose, ich verstehe diesen Humor nicht, will auch nicht herablassend sein und sagen, das ist so kriminell und lustig. Die spinnen doch. Nee, will ich nicht. Und allein deswegen sollte ich hier keine richtige Review machen. Aber trotzdem, als jemand, der jetzt alle 3 Filme dieses Themas gesehen hat, bleibt das Ganze für mich völlig verschlossen. Es werden hier simple Gags und einfache Szenarien abgespult,
die diesmal eigenartigerweise etwas erträglicher anfallen, eben dadurch, dass Clavier weniger auftritt und dadurch wird der Film ruhiger und weniger hysterisch. Aber dann reicht auch schon wieder eine Szene, wo er sich diebisch darüber freut, dass eine Tochter scheinbar Entscheidungen nimmt und er sich dadurch eines nervigen Schwiegersohns entledigen kann. Und schon hasse ich den Kerl wieder so abgrundtief. Aber Hass ist das Ganze nicht wert, sondern auch hier gilt für mich absolute Gleichgültigkeit, weil dieser Film so nichtig ist und so gar nichts zu liefern hat. Deswegen, es lohnt sich nicht, eine Review darüber zu machen, weil über 2 von 5 Punkten käme er nicht raus. Eigentlich wäre es weniger, aber eben weil Clavier hier weniger nervt, wird der Film etwas erträglicher. Aber ansonsten, wer die ersten beiden mochte, wird auch diesen hier, glaube ich, recht zahm und langweilig finden. Und ansonsten, diese Filme finden ihr Publikum. Ich gehöre nicht dazu. Das heißt, ich würde jetzt, hätte das hier die normale Review sein sollen, noch die Frage in Richtung der Zuschauer stellen, ob sie die bisherigen Filme der Reihe gesehen haben, wie das so bei ihnen ankommt, ob sie Lust auf einen dritten Teil haben. Das können sie dann gerne in die Kommentare schreiben, aber ich glaube, ich lasse es lieber für heute. Gute Nacht.